Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video. Und ihr könnt es schon sehen, heute bin ich mit dem guten Lotus unterwegs und ich dachte mir, warum spreche ich nicht einfach mal über die Dinge, die ich besonders an dem Auto mag und eben nicht. Deswegen lasst uns direkt reinspringen. Ich habe die GoPro mit dabei, das heißt, heute wird das Video aus POV-Perspektive passieren und ja, freut euch drauf. Let's go. So Freunde, die GoPro ist angeschnallt. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen, es ist ein bisschen windig. Sarah ist natürlich hier heute auch am Start. Ja, und erstmal so ein paar Sachen vielleicht optisch, die mir außen relativ gut gefallen. Natürlich, jetzt ist er komplett foliert. Nochmal ein dickes Dankeschön an die Jungs hier von Motocrump bzw. Crump Design. Die haben das Teil wirklich komplett gerappt. Es gab keine Vorlage, nichts. Also wirklich eine grandiose Arbeit, die da geleistet wurde. Also was ich wirklich finde, ich weiß nicht, wie das euch geht, aber jedes Auto hat so einen gewissen Look, eine gewisse Ausstrahlung. Und besonders die Scheinwerfer, die bei dem Lotus Exige besonders geil sind, verleihen eben nochmal so viel Charisma. Und als ich das Auto das allererste Mal gesehen habe, das war, ich glaube, vor ungefähr 3 Jahren am Nürburgring, habe ich mir gedacht, holy shit, was ist das für ein Teil? Also ich wusste es gar nicht, dass es vom Lotus Exige ein neues Modell gibt. Aber als ich den dann gesehen habe, habe ich mich direkt verliebt. Ja? Also diese Frontpartie finde ich einfach nur unglaublich pervers. Diese Leuchten, wie die sich hier von unten nach oben schwingen. Mega, mega geil. Wurde natürlich jetzt nochmal ein bisschen optisch aufgewertet. Hier zum Beispiel mit dem Abschlepphaken. Auch ein ziemlich geiles Gimmick. Vor allem, was hier drauf steht. Rosthaft geht steil. Haben die Jungs von Motocrump natürlich auch, ohne dass ich es wusste, einfach mal drauf gepinnt. Richtig mega. Und wenn man jetzt hinten hier über die Seitenpartie, die auch unfassbar pervers aussieht. Ich meine, wenn ihr euch das hier anschaut, diese scharfe Optik, diese Kanten, einfach nur geil. Wenn man dann eben nach hinten geht, zum Spoiler, der nicht mehr original ist, das ist ein Spoiler von Komotec. Vollcarbon natürlich, matt, richtig nice. Dann könnt ihr auch schon erkennen, dass es hier wirklich alles andere als von der Stange ist. Und genauso wie die Front, unfassbares Charisma hat, finde ich gerade auch das Heck hier mit den runden Leuchten. So ein bisschen Ferrari-Optik, oder? Hat auch nochmal so einen geilen Touch. In der Mitte die 2 Rohre, dann habt ihr links und rechts hier, die unglaublich dicken Diffusor, ja, das ist auch unfassbar pervers. Und wenn ihr jetzt drunter gucken würdet, beziehungsweise drunter gucken könntet, das ganze Ding ist komplett mit Aluminium verkleidet, wie so ein Rallye-Auto, beziehungsweise ein richtiger Rennwagen eben. Sollen wir uns mal reinsetzen? Ja? Okay, let's go. Das hätte ich damals nie gedacht. Ich bin selber 1,92 Meter und ich habe trotzdem nach oben hin super viel Freiheit. Also bestimmt noch so ein Stück. Ich könnte somit problemlos in dem Auto sitzen mit einem Helm auf. Was ihr natürlich nicht habt, und das ist ein kleiner Punkt, der mich teilweise auch stört, aber jetzt nicht gravierend schlimm ist, sonst hätte ich mir das Auto schließlich nicht geholt. Ihr habt keine Luxusausstattung, ihr habt kein Entertainment-Paket. Das Einzige, und ich bin wirklich froh, dass das Fahrzeug das hat, ist eben hier ein Radio mit Bluetooth-Funktion. Ja? Also wenn ich jetzt hier oben an die Handyhalterung mein Handy tue, dann kann ich natürlich ganz gemütlich und entspannt über Spotify Musik anmachen. Und das ist wirklich geil. Das ist so ein kleiner Luxus, den finde ich echt geil. Wenn der nicht gegeben wäre, dann wäre ich ein bisschen traurig, weil ihr kennt das selber, man will, wenn man gerade in so einem Auto sitzt, man will seine eigene Musik hören, und wenn man das eben nicht kann, weil das Fahrzeug nicht mal AUX und nicht mal Bluetooth hat, dann ist es schon eine relativ große Einschränkung. Ihr habt keine Servolenkung, ihr habt eine Klimaanlage, die ist in der Tat vorhanden, auch sehr, sehr wichtig. Ich glaube, das wäre auch so ein Punkt gewesen, wo ich gesagt hätte, okay, ohne Klimaanlage kaufe ich dieses Fahrzeug nicht, weil wenn man längere Trips machen will nach Österreich oder irgendwo in den Süden von Deutschland bei 35 Grad, es wird so bullig heiß hier in diesem Auto, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Der Motor ist direkt hier hinter einem, direkt hinter dieser Scheibe sitzt der und die Wärme strahlt von dort, dann kommt von oben die Hitze und vorne sammelt sich das Ganze auch noch. Also ohne Klimaanlage im Hochsommer wäre es unfassbar anstrengend, mit diesem Auto zu fahren. Lenkrad ist sehr, sehr klein. Ich weiß nicht, wer von euch damals ein Logitech G25 oder mittlerweile gibt es, glaube ich, das Logitech G29 hatte, also PlayStation-Lenkrad. Aber das ist wirklich genau die gleiche Größe und ich finde es mega geil. Habe hier extra ein Upgrade genommen, sprich Alcantara mit Leder kombiniert, weil ich finde Alcantara einfach geil zum Anfassen. Wenn das hier jetzt auch Leder wäre, fände ich persönlich nicht so geil. Und das ist wirklich eine Sache, die ich ziemlich geil finde, und zwar den Sound. Bereit, Sarah? Auch hier die offene Schaltkulisse, einfach nur pervers. Also da hat Lotus sich was bei gedacht. Das ist für mich absoluter Rennsport. Und jetzt hört mal hin, wenn ich die Gänge durchschalte. Wie geil ist das? Mit Schaltwegverkürzung, allem drum und dran. Und man kann sogar seitlich hier, jetzt seht ihr meine Finger, kann man reingucken. Also geiler geht's nicht, weil diese Technik, jeder, der sich für Rennsport interessiert, diese Technik ist eben genau das, was begeistert. Und ihr seht, mehr ist hier auch nicht. Ja? Alles Aluminium, das Fahrzeug wiegt um die 1000 Kilogramm und das eben mit 350 PS, 6 Zylindern, Kompressor. Ah, auch ein schönes Ding, ne? Bezüglich der Servolenkung ist eigentlich das einzige Manko, wenn ihr eben einparken wollt. Dann ist es wirklich extrem anstrengend und man hat nicht so wirklich Bock, da weiter zu kurbeln. Und gerade ich in der Tiefgarage bin natürlich jeden Tag dann immer drauf und dran und muss irgendwie das Fahrzeug da rein manövrieren. Also es geht, aber es ist halt ziemlich anstrengend. Und für die Leute, die eben Luxus gewöhnt sind im Sinne von Servolenkung, ja, als Beispiel vielleicht Sören mit seiner G-Klasse, die haben am Anfang wirklich ein bisschen zu kämpfen. Wenn man erstmal fährt, ist es eigentlich wie in einem Kart, wie
wie in einem großen Kart, so würde ich auch das Gefühl beschreiben mit dem Fahrzeug, dann geht es. Ja, ihr könnt jetzt hier ganz normal lenken, das erfordert nicht viel Kraft. Also ich kann hier auch mit zwei Fingern, wie ihr sehen könnt, kann ich das Fahrzeug lenken. Das ist alles ganz easy. Ja? Aber wenn ihr, wie gesagt, parken wollt, ausparken wollt, das ist schon ziemlich pain in the ass. Wirklich. Genau, und gerade hatte ich das ja angesprochen, eigentlich fühlt sich dieses Fahrzeug an wie ein großes Kart. Ja? Also wenn ihr hier drin sitzt oder eben schneller fahrt, dann habt ihr das Gefühl, ihr sitzt in einem überdimensionalen Kart mit einem Dach über euch und unfassbar viel Leistung. 6 Zylinder, 350 PS, Kompressor aufgeladen. Das ist halt wirklich absolut geisteskrank. Also mehr geht eigentlich fast gar nicht. Und das, und jetzt kommt's, ist eigentlich nur die kleine Variante vom Lotus Exige. Die 350 PS Variante ist das hier, die ich habe. Und dann gibt es eben noch die 410 Variante und die 430 Variante. Natürlich, 410 Variante hat 410 PS, 430 Variante hat 430 PS. Da müsst ihr euch überlegen, die Leistung steigert sich ja so exponentiell, weil das Fahrzeug so leicht ist. Eine Tonne ist absolut gar nichts. Als Beispiel Sörens C63S, den er hatte, wiegt rund, ich würde behaupten, 1,6 oder 1,7 Tonnen. Das heißt, fast das Doppelte. 70-80% mehr Gewicht als der Lotus Exige. Und wenn ihr hier drauf tretet, dann geht's einfach nur nach vorne, ja? Der Sound absolut ehrlich, nichts irgendwie erzeugt oder verfälscht, sondern es kommt direkt raus. Und was wirklich schön ist, da er eben ja eine Kompressoraufladung hat, wir sind jetzt bei 1500 Umdrehungen und ich gebe jetzt im zweiten Gang PIN. Er hat direkt Druck. Direkt schießt er nach vorne, ohne Einschränkung. Und das ist halt einfach schön. Genau das möchte man haben bei einem Auto. Finde ich bei manchen halt ein bisschen nervig, wenn man eben merkt, okay, man hat ein Turbo eingebaut und untenrum eben fast gar keine Leistung. So ein bisschen wie bei einer 125 Kubik Zweitaktmaschine im Motorradsegment. Ihr habt untenrum gar keine Leistung und erst obenrum entfaltet sich diese. Bei einem Twin-Turbo natürlich ganz anders. Ich finde Kompressor, muss ich sagen, einfach nur sexy. Hätte ich nie gedacht. Ich war immer absoluter Turbo-Fan, bin ich auch nach wie vor. Aber Kompressor ist definitiv etwas, was ich nicht missen möchte. Ist unfassbar, oder? Nur Motorradfahrer unterwegs hier an diesem sonnigen Samstag. Mega, mega geil. Oh, und auch ein schöner Benz da, ne? Die Jungs, die da drin sind ja auch witzig. Guck mal. Schaut euch mal den Benz an. Die Dame dahinter. Ach ja, stimmt. Geiles Ding. Natürlich gibt es auch ein paar Seiten, die ich nicht so geil finde an dem Lotus. Zum Beispiel der Fakt, dass der Tank nur knapp 35 Liter umfasst. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel von Hamburg nach Krefeld fahren möchte, in meine alte Heimat, dann muss ich mindestens einmal tanken. Und wenn ich baller, dann mindestens zweimal. Der knallt aber heute besonders, oder? Alter Schwede. Also der kleine Tank ist halt so ein bisschen Downside, zumindest wenn man längere Touren fahren möchte, was mit dem Auto durchaus möglich ist. Ihr seid wirklich hier in dem Auto so super komfortabel unterwegs, was eigentlich paradox klingt, weil es ein Rennwagen ist, weil Schalensitze drin verbaut sind, keine Servolenkung und so weiter. Aber für meine Verhältnisse, und ich bin schon viele Autos gefahren, viele Fahrzeuge gefahren, sitzt man hier echt ziemlich geil drin. Ich weiß nicht, wie das Sarah geht, aber, oder? Die Schalensitze umschließen einen richtig, richtig geil. Ihr habt links hier diesen Aluminiumsteg und das ist wirklich absolut gar kein Problem, hier eben längere Distanzen zu fahren. Also mit dem Auto, bin ich euch ganz ehrlich, könnte ich auch problemlos nach Österreich fahren oder nach Paris. Das haben wir dieses Jahr sogar vor, also freut euch da drauf. Das wird ziemlich, ziemlich geil werden. Sarah, du freust dich auch schon, ne? Paris mit dem Lotus, das wird ziemlich geil. Müssen wir halt nur gucken, wo wir parken, weil ihr wisst, in Paris beziehungsweise generell Frankreich, die Leute gehen mit den Autos nicht vielleicht so gut um wie wir hier in Deutschland. No offense. Aber ja, da freue ich mich mega drauf und das wird auch kein Problem sein. Das einzige Nervige, wie gesagt, die Tankstops. Was man noch upgraden könnte bei dem Lotus jetzt, ich finde, er ist fast perfekt, aber ich finde, man könnte das Soundsystem upgraden. Das ist mir persönlich ein bisschen zu, altbacken. Also es klingt nicht so geil, man hat nicht wirklich Bass drin. Es ist schon okay, aber da geht auf jeden Fall noch ein bisschen mehr und ich meine, die Lautsprecher hier links und rechts, das sind auch, glaube ich, die einzigen, die verbaut sind, auszutauschen, ist jetzt nicht so das Problem. Was manchmal auch ein bisschen störend ist, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt erkennen könnt, aber das Tacho ist sehr, sehr schwierig abzulesen. Und das Schlimme noch dazu, das Tacho, und das hatte ich wirklich bei keinem Auto zuvor, ist unfassbar akkurat. Ich fahre jetzt, wir können das ja mal schauen, zieht euch das mal rein. Wir fahren jetzt, ich würde sagen, knapp über 50 km/h. Und was fahren wir nach GPS? Knapp über 50 km/h. Also wirklich sehr, sehr, sehr erschreckend akkurat, sehr präzise, was halt ein Problem ist, wenn man dann eben mal 10 km/h zu schnell unterwegs ist nach Tacho und dann wirklich diese 10 km/h zu schnell unterwegs ist. Ihr kennt das von vielen anderen Fahrzeugen, da ist eben eine relativ große Abweichung, was bei dem Lotus aber eben nicht der Fall ist. Generell
generell das Tacho finde ich cool, aber auch jetzt nicht geil. Da könnte man definitiv irgendwie noch ein bisschen was Digitales einbauen, irgendwie was Modernes noch oder vielleicht sogar einen kleinen Display hier mit Apple CarPlay. Fände ich persönlich ziemlich geil. Aber nochmal, man muss ja das Fahrzeug an sich sehen und es ist ein Rennauto, es ist ein Rennwagen für den Straßengebrauch, aber beziehungsweise eigentlich nicht für den Straßengebrauch, eigentlich für die Rennstrecke gemacht, aber eben mit Straßenzulassung. Ja? Ich weiß nicht von welcher Marke genau, aber es gibt Tachos, die man nachrüsten kann, die ziemlich geil sind. Komplett digital mit allen möglichen Anzeigen, aber die kosten dann halt auch mal eben 3.000, 4.000 Euro. Ob es das einem wert ist, das muss man selber entscheiden. Ich fände es geil, vielleicht kommt es auch irgendwann. Ich glaube, spätestens auf Rennstrecke könnte das ein Vorteil sein. Ja, aber aktuell bin ich eigentlich noch relativ zufrieden mit dem Fahrzeug. Kofferraumvolumen ist eigentlich auch ganz interessant, das können wir vielleicht gleich nochmal zeigen. Ist jetzt nicht wirklich groß, ne? Also man kriegt nicht viel in den Kofferraum rein, das muss einem bewusst sein. Wir haben hier einen Mittelmotor, sprich der Kofferraum ist ganz hinten. Da könnt ihr was reinpacken, aber wenn die Frau jetzt mal die ein oder andere Handtasche mehr dabei hat, dann wird es eben schon kritisch. Was man halt sagen muss, das Ansprechverhalten ist unfassbar direkt. Ihr habt die ganze Zeit das Gefühl, dass ihr alles spürt auf der Straße. Ihr spürt, wie der Belag zum Reifen sich gibt. Das ist wirklich ein atemberaubendes Gefühl. Und das hatte ich auch in eigentlich keinem Auto wie in dem Lotus Exige zuvor. Und das ist eigentlich, was man haben möchte, wenn man eben einen Sportwagen kauft. Man möchte dieses direkte Gefühl haben und man möchte diese Verbundenheit auch zu dem Fahrzeug. Und das hat Lotus eben wirklich ganz grandios hinbekommen. Und es gefällt mir auch immer wieder. Und es wird auch nicht langweilig. Ich steige in dieses Auto ein und ich habe einfach ein breites Grinsen im Gesicht. Ich erfreue mich an dem Sound, ich erfreue mich an dem Ansprechverhalten. Wenn ich hier in die Kurve gehe, auch wenn es nicht schnell ist, es fühlt sich einfach so perfekt an. Man kann es, zumindest habe ich es noch nicht hinbekommen, nicht wirklich schnell schalten. Wenn man Gas gibt, dann muss man sich wirklich ein bisschen Zeit lassen bei den Schaltvorgängen. Wenn man die Gänge ganz schnell reinhaut, dann kommt das Getriebe nicht wirklich hinterher und es kann sein, dass man sich verschaltet, was natürlich sehr, sehr schade ist, beziehungsweise auch unangenehm, wenn man irgendwo unterwegs ist. Also schade fürs Auto und unangenehm für einen selbst, wenn man irgendwo in der Stadt unterwegs ist und die Leute hören, dass man den Gang komplett reinkracht und es einfach nur rumrührt. Deswegen, da muss man so ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Aber ansonsten ist es eigentlich ganz geil. Wie gesagt, offene Schaltkulisse bin ich absoluter Fan von. Und jetzt ist die Kofferraumklappe auf und das sieht halt wirklich immer spektakulär aus. Ihr packt einfach den Spoiler und zieht wirklich das komplette Ding hier rauf. Ihr könnt dann direkt den Motor sehen. Hier oben sitzt der Kompressor. Absolut geil. Also sehr, sehr offen und nichts verpackt. Finde ich persönlich auch nochmal ziemlich geil. Und hier hinten ist der Kofferraum. Ihr seht jetzt, wir haben hier eine Slackline drin. Dann hier noch eine Sitzbank von einem Roller und noch ein paar Reinigungsmittel. Und der ist schon relativ voll. Also mehr passt hier nicht wirklich rein. Es ist sehr, sehr kompakt, aber man kann eben ein bisschen was mitnehmen. Wenn man zumachen möchte, einfach wieder drücken und einmal in der Mitte fest runterpressen. Hier drunter steht ein ganz fetter Aufkleber und zwar Warning, do not remove roof. It can cause serious injury or death. Wir haben das natürlich trotzdem mal gemacht. Da gibt es auch ein Video von. Ich sag jetzt nicht, ich verlinke das in der Beschreibung, denn ich werde es wahrscheinlich wieder vergessen zu verlinken. Aber es ist ziemlich geil. Also ohne Dach habt ihr nochmal mehr Sounderlebnis und das macht das Ganze nochmal viel, viel geiler. Hier an der Seite könnt ihr sehen, das sind auch so, genau hier sind noch so ein paar Verkleidungen und hier sind Torx-Schrauben und die könnt ihr eben losdrehen, wenn ihr das dann auch abgenommen habt und dann macht ihr das Dach ab. Absolut geiles Erlebnis, aber wie gesagt, eigentlich nicht so wirklich erlaubt, zumindest wenn man den Stickern nachzuurteilen geht. Es macht wirklich Spaß, also es ist ein Traumauto und ich empfehle jedem, der sich für einen Sportwagen interessiert, in der Preisklasse von 80.000 bis 120.000, definitiv einfach mal sich in Lotus Exige zu setzen, eben auch, weil es das Fahrzeug nicht so oft gibt. Das finde ich so toll, das war auch ein Kaufgrund von meiner Seite aus. Man sieht das Fahrzeug einfach sehr, sehr, sehr selten in Deutschland. Man sieht häufiger einen Lamborghini, man sieht viel, viel häufiger einen Audi R8, aber ein Lotus und dann wirklich dazu noch ein Lotus Exige ist eigentlich schon ein Unicorn, könnte man sagen. Und das finde ich geil und das macht mich auch irgendwie glücklich, weil am Ende möchte man ja selber Spaß haben, aber auch eben andere für das Thema Automobil faszinieren. Und das hier ist einfach ein tolles Kfz, was unfassbar Spaß macht, dazu noch geil aussieht. Deswegen macht eine Probefahrt, wenn ihr euch für Sportwagen interessiert. Was für mich jetzt in die nähere Auswahl noch kommen würde, vielleicht in ein paar Jahren, wäre zum Beispiel ein Porsche GT3 RS oder ein Porsche GT2 RS. Ja, auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat das Video bis jetzt gefallen. Ein kleiner Pluspunkt noch an der letzten Stelle und zwar, was echt super ist an dem Auto, ihr habt keine Verbrauchsanzeige, ja? Denn wenn ich wissen würde, wie viel das Auto manchmal schluckt, wenn ich hier wirklich aufs Gaspedal latsche, dann glaube ich, würde mir ein bisschen anders werden. Es ist jetzt nicht so viel wie beim C63 AMG von Sören zum Beispiel, den er hatte, aber es ist schon einiges, da wir hier auch ein paar Pferdchen bewegen.
Anyway, wenn euch das Video, vor allem die Perspektive und wie der Aufbau war, gefallen hat, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da, damit andere Leute sich auch an diesem Video erfreuen können. Und ja, Sarah, danke, dass du dabei warst. In dem Sinne, wie immer, genießt die restlichen Tage und das Allerwichtigste, geht steil! Prop!